So. Und jetzt würde ich sagen, woher könnt ihr, wann eure Orden verleihen, wie auch immer, ob ihr den Orden erst bekommt, wenn er den Schlüssel abgegeben hat oder wer auch immer den Orden bekommt, du bist auch dann gefragt, lieber Hans-Peter. Also, immer mit. So, gerade mal auf Fraktionsstärke gekommen und schon in Ordnung. So alles rein. Also ich würde sagen, viel Spaß dabei. Bei der Diskussion, macht euch mal das Beste draus. So, ja, Orden haben wir natürlich auch mitgebracht und ich glaube aus der ganzen Reihe der Thomas Sackenbock, ne? Ganz genau. Leider nur an der falschen Stelle hängen, aber das üben wir nochmal. So, aber unser lieber Rudi Jelinek, der hat unseren Prinzenpaar-Orden noch nicht und die LPC packt ihn nicht um. Das kostet dann schon mal die nächste Runde. Weitere, die keine Orden haben, genau. Das Mikrofon müsste einmal. Bitte als Peter jetzt in die Hand, genau. So. Achtung! Auf unsere jecken Politiker hier aus Essen. Ein Treffer des Essen! Ja! Prinzenpaar! Ja! Schlüsselübergabe! Ja! Dankeschön. So. Ja, die Kinder möchten natürlich auch noch ihren Orden verleihen. Ich gehe dann mal zur Seite. Zu welcher auch immer, weil da ist noch was. Ich stehe noch wieder vor der Kamera. Die sind nicht so weg. Was hast du hier stehen? Du hast dir nur Ja. Das ist auch bestes Leben. Mit dem Orden braucht man nicht. Oh, guck mal, er ist schon wieder richtig. Ja. Auch ein Prinzen wird keine Entzündung, ne? So, wir sind wieder wirklich Knutschstein, wie Sie sehen können. Aber sie machen wir schon Karneval gerne. Auf die neue Hausregeln, weiter fröhlich essen! Prinzessinnen einmal kurz ein bisschen in den Hintergrund schicken. Ja, die haben noch ein bisschen was zu erledigen jetzt hier vielleicht. Super, ja. Ja, was machen wir für das Foto noch? Ja, Olli, Sandra, jawoll. Ja, wir gehen immer weiter vor. Ja. Ein bisschen tiefer. Die Gesichter, ein bisschen tiefer. So, ja. Oh. So, super. Du, der Prinz sieht ja jetzt auch nichts, wenn du den Rest des Tages. So, dann lieber Leon. Jetzt holen wir uns mal den Thomas hier nach vorne, ne? Unseren Jecken-Oberbürgermeister. Erstmal wieder mal top verkleidet. Sieht top aus heute, oder? Riesenapplaus! Wo bekommst du das denn eigentlich immer her? Sag es nochmal. Da unterstützt uns das Theater, das Dillo-Theater. Das Städtische Bühnen steht drin. Ah, okay. Ja, ich grüße euch auch alle sehr herzlich, den Olli und den Leon. Natürlich auch die Alina und Sandra. Ich habe es im letzten Jahr schon mal probiert, indem ich gesagt habe, vielen Dank fürs Singen, das war's, ihr könnt nach Hause gehen. Ja, vielen Dank, das war's, fürs Singen, ihr könnt nach Hause gehen. Wir bleiben und wir werden dieses Haus nicht mit den Schüsseln verlassen. Aber vorher wollen wir natürlich mit dir noch so einen kleinen Smalltalk machen. Wie hat dir denn bis jetzt der Karneval in Essen gefallen? Ja, der Karneval hat mir sehr gut gefallen. Ich habe genau gesehen, wie ihr das gemacht habt. Und dann habe ich mir überlegt, wir tauschen. Ihr könnt hier arbeiten.
Und hier der Stadtrat, wir gehen feiern. Das müsst ihr feiern, was ihr könnt, das können wir auch. Schlüssel behalte ich. Das glaube ich nicht. Das mit dem Feiern, das könnt ihr dann gerne machen, aber erst wenn die Schlüssel abgegeben ist. Ja? Aber ihr seid ja ausgeruht. Ihr letzten Tagen habt ihr ja schön auf der Couch gesessen und so. Ja, natürlich, wir sind nur ausgeruht. Ja? Aber wir wollen, glaube ich, schon in den Chefsessel hier im Rathaus. Und ich hoffe, dass du zumindest für die nächsten Tage dein Büro ein bisschen aufgeräumt hast, damit wir dort auch genug Platz finden mit der ganzen Mannschaft. Ne? Also, wir sind vorbereitet. Hier der Rudi Jelinek, das wird der schöne Weiß, der Thomas Osterer, der Uhrenbruch, die Elke Zehn. Ihr bekommt hier ein Büro, aber nicht das Oberbürgermeisterbüro, sondern wir haben euch Arbeit liegen lassen. Ihr könnt hier arbeiten. Ja, hier ist klar, im Keller Akten sortieren, oder? Wir können nicht so passen. Ein paar Knöllchen schreiben können wir. Dann kann ich ja die vom Prinzenbus eigentlich aussortieren, ne? Ja, genau. Also das haben wir uns überlegt. Wir gehen schon feiern und ihr würdet dann hier arbeiten. Das können wir. Ja, so sind sie. Es ist immer gut, wenn man zwei so tolle Frauen dabei hat.